Verteidigung für die Westfalen. Die brachen ja vollends auseinander, unbeweglich, starr, gepeinigt mussten sie ihr Schicksal über sich ergehen lassen. Hier nochmal das vierte Tor für alle Aalen-Fans zum Mitleiden. Mit der Führung im Rücken kombinierte die Arminia jetzt sicher und vor allen Dingen sehr ansehnlich. Dirk Flock, Jörg Bode, noch einmal Dirk Flock. Der war heute zum ersten Mal dabei. Genauso wie Tobias Schäper auf der linken Abwehrseite hier mit der Nummer 24. Zum ersten Mal in dieser Saison in der Mannschaft. Sein Pass zurück. Stefan Lexer dazwischen. Olivier Djapa. 1:1, da hat es mal wieder gejappert. Aber schauen Sie sich das an. Meditative Verbundenheit der Arminia-Abwehr mit diesem lauen Herbsttag. Tobias Schäfer schiebt den Ball zurück. Keiner will ihn haben. Weder Arne Friedrich noch Dennis Eilhoff. Nur Lexa. Der ist schnell. Und dann das sechste Tor von Olivier Djapa. Der ja kurioserweise nur im eigenen Stadion trifft. Nur hier im Stadion an der Kreuzeiche. Olivier Djapa wieder mit dem Rücken zum Tor. Das ist der lauffaulste Spieler beim SSV Reutlingen. Aber an Effektivität muss ihn erst einmal jemand überholen. Da ist er wieder am Ball und jetzt geht er auch mit bei der Situation. Ralf Becker. Lexa. Herausragend. Lexa. Eilhoff und Djapa. Djapa Dapadu. 3:1. Sein siebtes Tor. Damit. Also hat er erst einmal die Torezahl von Martin Driller erreicht. Eilhoff mit der Reaktion. Der Ball muss nicht festgeschossen werden. Er muss nur dahin, wo der Torwart nicht ist. Und dann natürlich wieder im eigenen Stadion. Der Mann aus Kamerun scheint die schwäbische Mentalität angenommen zu haben. Das Aufsteiger Reutlingen hat bislang in fast allen Spielen ein Tor gemacht. Nur in Nürnberg ging man leer aus. In den letzten 6 Spielen trafen sie 14 Mal. 4 Tore davon erzielte Olivier Djapa, der Kapitän. Hier haben wir Djapa gegen Aschanin. Djapa, der Ausgleich nach 36 Minuten. 8. Saisontor für Olivier Djapa. 7 hat er zu Hause geschossen. Das allererste Mal, dass er auswärts trifft. Was für ein herrlicher Treffer. Keine Chance für Uwe Kaps. Ein wunderschönes Tor, der Ausgleich. Natürlich überraschend. Asusi. Und dann dieser Patzer von Suhrmann. Und da gibt es kein Halten mehr für Olivier Djapa. Djapa Dapadu. Das 9. Saisontor für den Ausnahmestürmer aus Kamerun. Unnötig aus Fürther Sicht. Asusi hier viel zu lässig mit der Hacke, dann der Patzer von Suhrmann. Und bei Olivier Djapa hat die komplette erste Bundesliga gepennt. Wenn der mal am Ball ist, wie soll man diesen Brocken von einem Mannskerl noch halten? Pausenstand 1:1. Aber die Reutlinger präsentierten sich trotz der schlechten Auswärtsbilanz erst 2 Punkte überraschend abgezockt. Stefan Lexer mit 6 Topvorlagen. Torvorlagen wird eher langsam auch für die Bundesliga interessant. Und sein Partner ist Olivier Djapa gegen 2. Renn und Franke, er kann sich von beiden befreien. Und schließlich auch seine Mannschaft vom Auswärtsflug. 1:3, Djapa mit Saisontor Nummer 10, seinem 2. Auswärts. Mir liegen Tore im Blut und dem muss man nur diese Zeitlupen hinzufügen. Zehn Minuten vor Schluss waren die Chemnitzer demoralisiert. Für ihn kam der Georgier Michael Sayaya. Frommer mit starken Szenen heute. Das Leid der Saarbrücker hatte noch kein Ende. Eckstoß, Eck und Djapa. Na endlich, wird er sich sagen. Jetzt habe auch ich mein Tor. Am letzten Mittwoch wurde er 31 Jahre alt und der Mann aus Kamerun besorgte sich selbst das Geschenk. Acht zu eins. Djapa. Sumyala. Gegen
Olivier Kayas. Lexa. Djapa. Olivier Djapa. Und da ist er. Der Ausgleich. 1:1. Sein 12. Saisontor. Aber schauen wir auf die Entstehung. Erst ist Anti die Bremse. Dann beschleunigt er. Und freie Bahn für Djapa. Das 10. Tor, das er im eigenen Stadion erzielt. Der Afrikaner reist nicht gerne in die Fremde. Er sollte offensiv etwas bewegen. Das tat er auch. Hier zunächst gestoppt von Dermech. Dann Cherundolo. Was für ein Pass! Djapa dazwischen. Djapa Dapadou. 1:0. Das war das 2:0 natürlich, das 13. Tor für ihn, für Olivier Djapa. Stefui, keine Chance. Man glaubt ja, wenn man ihn so sieht, er hat eine Statur wie ein Überseekoffer aus Kamerun, aber wenn der sich dann mal in Bewegung setzt, achten Sie mal auf diese Schnelligkeit. Und die Ballbehandlung natürlich exzellent. 2:0, Reutlingen verdient vorne. Wir sind jetzt in der Schlussviertelstunde der Begegnung. Reutlingen noch einmal aktiv. Jan Hoffmann, guter Antritt. Djapa, 1:3 nur noch. Endlich das 14. Saisontor durch den Stürmer aus Kamerun. Noch ein wenig Hoffnung keimte jetzt auf. Markus Osthoff, auch kein Kind von Traurigkeit. Sie sehen es an dieser Statistik. Djapa! Ja! Oh, sie passen einfach nicht auf in der Abwehr. Olivier Djapa. Da macht es wieder Djapa Dapadou im Stadion an der Kreuzeiche. Er hat den besten Torjäger der zweiten Fußball-Bundesliga. Treffer Nummer 15 in dieser Saison. Und wer hat dieses Tor vorbereitet? Es war Lexa und Sie haben gesehen, wir haben das Bild angehalten. Djapa nicht im Abseits. Perfekt getimter Pass. Welch ein Spieler und den werden wir in der Bundesliga wiedersehen. Stefan Lexa, da bin ich mir sicher. Dazu muss der SSV Reutlingen nicht aufsteigen, denn der geht, das habe ich Ihnen schon gesagt. Das war der Paukenschlag zum Pausenpfiff. Also 2:0 Führung für die Gastgeber gegen Borussia Mönchengladbach. Wird das schon die zweite Auswärtsniederlage hintereinander, nachdem man ja in Aalen zuletzt verloren hatte. Auf jeden Fall die Gladbacher spielerisch ausgenockt durch formidable Reutlinger. Wir freuen uns auf Hälfte 2. Die Höhepunkte gleich mit Klaus Grunewald nochmal in der Pause. Und nochmal, Reutlingen, die waren Mitte der ersten Hälfte die bessere Mannschaft. Ihr Spielgestalter Aduobe und hingeschaut. Herrlich, diese Vorarbeit für Djapa. 1:1. Olivier Djapa mit seinem mittlerweile 16. Saisontor. Und das Ganze nach feiner Vorarbeit von Aduobe. Vorname übrigens Gottfried. Kova erneut mit der Spieleröffnung. Alfonso Garcia hat freien Raum zu marschieren. Garcia und Olivier Djapa. Es geht also doch. Das 3:0. Sein erstes Saisontor. Diese halbe Stunde Strafsitzen hatte Wunder bewirkt. Unglaubliche Schwächen in der Aachener Defensive. Keiner hindert Garcia an der Flanke. Und in der Mitte rutscht Frank Schmidt beim Zweikampf mit Djapa auch noch weg. Zu Unkonzentriertheiten kam noch...